So, da bin ich auch schon wieder. Ah, gut. Da bin ich zufrieden damit, dass wir das Ding jetzt auch noch gefangen haben. Holen wir das direkt aus der Box auch raus, würde ich sagen. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Es versteckt sich hier. Wegen. Nehmen wir dafür Tornupto mal raus. Weiß, Tornupto ist unser Starter, aber wir müssen ja auch nicht unser Starter immer dabei haben. Unsere 15. Weide sieht schon sehr cool aus, ne? Palkia, Dialga, hier Shaymin, Darkrai, die ganzen Evolis. Schon hübsch. Schon cool, schon cool. Ich hoffe echt, dass Game Freak nochmal so ein Pokémon-Spiel macht. Das hat echt richtig viel Spaß gemacht. Und die haben sich ja auch sehr viel ausprobiert an vielen Sachen. Wenn die das alles noch ein bisschen. Bisschen. Super schön schleifen. Dann könnte das echt ein sau, sau gutes Spiel wieder werden. Kupidos. Was haben wir denn? Kupidos. Frühlingsorkan. Viel Spezialangriff. Sehr, sehr viel. Dann zeig mal deinen Pokédex. C. C. Kupidos. Von Kupidos relativ weit, weil wir so lange gegen das gekämpft haben. Berichten wir mal erstmal. Okay, so viel Geld haben wir jetzt nicht bekommen. Ist jetzt. Forschungslevel 8. Okay, das heißt, wir machen noch. Dreimal Tempo-Sondersensor, würde ich sagen. Dreimal Tempo-Sondersensor. Dann sollten wir den Pokédex-Eintrag von Kupidos haben. Mach einfach das Theme. Schwert war mir zu Großstadt und zu wenig Wildnis. Ich fand Schwert und Schild eigentlich auch nicht so schlecht. Zumindest die Story hat mir auch eigentlich ganz gut gefallen. Und das Endgame auch, muss ich sagen. Aber ich glaube, es lag auch daran, weil ich das mit einem guten Kumpel von mir gespielt habe. Und wir haben gleichzeitig gespielt. Und nach jeder Arena haben wir auch so einen, ich sag mal, einen Rivalenkampf gegeneinander immer gemacht. Das macht dann natürlich dann nochmal so ein Spiel wie Pokémon nochmal cooler, ne? Aber, ja. Ja. Und ich glaube, bei Schwert und Schild ist es auch besser, wenn man so zu viert oder so spielt wegen diesen Raids. Die Raids waren halt echt, wenn man alleine spielt, halt blöd, weil man mit drei KI-Verbündeten spielen musste und die waren halt immer kacke. Wenn du das nicht mit drei anderen Leuten gespielt hast, die auch immer regelmäßig gespielt haben, dann verliert man viel Spielspaß auch an dem Spiel, muss ich sagen. Gut, kann ich verstehen. Klingt ziemlich gut. Ja, also das macht so ein Spiel natürlich viel besser. Leider hatten wir auch nicht vier Leute oder so. Weil sonst wären die Raids auch lustiger gewesen. Wir hatten leider auch, wenn man nur zu zweit. Nice, Kupidos fertig. Sehr schön. Ich glaube, wenn man in so einer Vierergruppe ist und dann auch die Raids immer zusammen macht, ich glaube, dann hat man da auch mehr Spaß dran. Aber das hatte ich halt zum Beispiel nicht. So waren die Raids einfach nur nervig. Weil die KI-Verbündeten immer reingezackt haben. Und einfach alles dazu, alles versucht haben, um den Encounter zu verlieren. Zumindest vom Gefühl her. So, Fräulein Kogita. Wir haben auch Kupidos fertig. Oh, du hast Kupidos also wirklich gefangen. Man nennt es den Boten des Frühlings, weil es Hisui immer erst zum Ende des Winters besucht.
Wenn es Isui mit seiner Anwesenheit beehrt, hilft es mir stets sehr, indem es mich durch die Region trägt. Doch so sehr mir das auch fehlen wird, fürs Erste ist es in deiner Obhut besser aufgehoben. Fürs Erste? Ja, fürs Erste. Schließlich wirst du nicht für immer unter den Lebenden weilen. Hier, nimm diesen Wahrspiegel. Wendest du ihn auf Kupidos, Boreos, Voltolos oder Demeteros an, so ändern sie ihre Form. Das gucken wir uns doch gerne mal an. Die neuen Formen sind auch nur in dem Spiel, glaube ich, auch drin. Ein mysteriöser Spiegel, der Pokémon in ihre eigentliche Form verwandelt, indem er die Wahrheit widerspiegelt. Ich hoffe, du wirst mit Kupidos und seinen drei Freunden viele Abenteuer erleben. Welchen Sinn hat das Leben sonst? Im Himmel zwei Gottheiten über Hisui kreisen. Die eine Bote des Frühlings ward genannt, die andere als Herr des Ackerbaus ist bekannt. Boten des Frühlings, Spender allen Lebens. Wie ging das Gedicht noch gleich weiter? Ich habe dir alles auf den Weg gegeben, was du brauchst. Nun liegt es an dir, deine Geschichte fortzuführen. Okay, haben wir noch ein geheimes Pokémon? Ändern wir erstmal die Form von allen, ne? Wo haben wir den Spiegel? Oh, ich wollte nicht nochmal. Dann Demeteros. Boreos. Und Kupidos als letztes. Gucken wir uns die viermal an. Wie siehst du denn jetzt aus? Hübsch, 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 hübsch. Reden. Okay. Wie siehst du aus? Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, sogar die Form, die man kannte von denen. Oh, hübsch. Und Kupidos? Wait, Kupidos hat eine lange Nase bekommen. Was? Es ist einfach eine Schildkröte mit einer Schlange oben drauf, oder wie? Ja, kommt zurück. Ah, cool. So, aber ein neues Nebenquest haben wir von ihr nicht bekommen, ne? Die hat nur gesagt, dass man irgendwas noch machen kann. Lass mich mal gucken. Pokémon-Liste. Was haben wir denn noch? Ne, Kupidos ist Tatsache das Letzte, was es hier gibt. Zählt das? Zählt das jetzt als, dass wir alle Pokémon begegnet sind? Ne, ich glaube noch nicht, ne? Ich glaube, wir müssen noch die ganzen Lichter finden. Ja, erstmal nach Jubeldorf wieder zurück. Vielleicht passiert noch was. Und wir müssen ja auch noch das Pokémon des Ackerbaus finden, oder was auch immer sie eben meinte. Leider ist es nicht bei unserem Acker. Wäre auch zu schön gewesen, ne? Gut, ich würde sagen, wir begeben uns auf die Suche nach allen Geisterlichtern. Oh mein Gott, das könnte ein bisschen schwer werden. Machen wir mal hier. Pokémon Legend Arceus. Wie heißen die? Einfach. Lights.
Ah, es ist Fire. Nee, nicht Fire-Pokémon. Where to find Strange Flames. Yes. Ah, nein, es gibt so eine Karte. Das trifft sich doch ganz gut. So, nachts sieht man die besser. Das heißt also, wir machen auch noch nachts. Ich werde wahrscheinlich jetzt nicht mehr so gut auf den Chat gucken können, weil ich mir die Karte mal nebenbei angucke. Ich versuche aber trotzdem mal zwischendurch mal zu lesen. So. Gut. Wir sind hier. Das heißt, wir gehen als erstes hier hin. Hier soll eine sein. Das Problem ist auch, eventuell haben wir die nämlich schon. Das haben wir zum Beispiel. Die nächste ist hier. Ich markiere mal alle, wo eine sein soll. Da ist eine. Die weiß ich, dass wir die haben. Die weiß ich, dass wir die haben. Da bin ich mir nicht sicher. Oh, warte mal, ich sehe auch jetzt erst, dass der Pin immer wieder weggeht, wenn man den wieder wegmacht. Ich mache mal einen Pin und dann fliege ich da erstmal hin. So, hier soll irgendwo eine sein. Kann aber auch wieder sein, dass wir die schon haben. Mal gucken. Ich glaube, die haben wir sogar letztes Mal aufgehoben. Die war hier. Aua. Aua. Ich glaube, die war Tatsache hier. Leider wird das nicht auf der Map so gut angezeigt. Okay, ich glaube, die haben wir. Gehen wir als nächstes hier hin. Ah, die haben wir zum Beispiel, glaube ich, nicht, ne? Ne, die haben wir nicht. Die habe ich, glaube ich, mal gesehen, aber damals konnten wir noch nicht hier hoch. Genau. Chat. Okay, X. Wie viele haben wir denn noch? Noch sechs. Okay. Ich glaube, die haben wir. Ich glaube, die haben wir. Die ganzen Lichter jetzt finden ist natürlich wieder ganz viel rumgefliege. Oh, hier ist so einer. Jetzt fehlen uns noch fünf. Das war das hier, okay. So, haben wir die schon? Die haben wir Tatsache schon. Okay. Okay, wo haben wir die nächste? Hier. Ich glaube, die habe ich auch schon mal gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die eingesammelt habe. Doch, die haben wir schon. Okay. Wo ist das denn? Hier? Hm. Ist die hier oben? Vielleicht habe ich die auch eingesammelt. Zumindest sehe ich hier nichts.
Die nächste. Hier. Nice, da ist eine. Nicht runterfallen. Sehr gut. Zack. Noch vier Geisterlichter. Soll hier auch irgendwas geben, interessantes wohl.